Moin Moin und herzlich willkommen zum Test des Motorola Edge 50 Ultra hier bei tariftipp.de. Ja, das Edge 50 Ultra ist jetzt das dritte Smartphone aus der neuen Edge 50 Serie, was wir testen. Das Pro und das Neo haben wir bereits getestet. Das Ultra, wie der Name schon vermuten lässt, ist das neue Flaggschiff von Motorola, kostet UVP 900 Euro. Online kriegt ihr es derzeit für 770 Euro und so viel darf ich schon mal vorwegnehmen. Ein grandioses Smartphone, das beste Motorola Handy, was ich je in den Fingern hatte. Alles, was ihr wissen müsst zum Motorola Edge 50 Ultra, erfahrt ihr in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Test und schon geht das los. So, dann starten wir mal wie immer mit dem Unboxing. Da gibt es gleich zwei ganz lustige Überraschungen, was den Lieferumfang angeht. Die schwarze edle Verpackung hier ist natürlich plastikfrei. Das macht Motorola ja mittlerweile immer. Und da drin finden wir dann hier schon mal ein Schächtelchen. Da ist der übliche Papierkram drin, ein SIM-Tool, Kurzanleitung, Garantiehinweise und dann hups auch noch hier diese Handyschutzhülle und die ist passend zur Farbe meines Testgerätes, so ein bisschen Aprikot-Pfirsich, das werdet ihr gleich sehen, wir haben nämlich hier die Pantone-Farbe Aprikot-Peach-Fass heißt die bekommen, also Pfirsich. Und dazu passt die Handyschutzhülle. Sehr schön, dass sie das so gemacht haben. Das Smartphone gibt es in Deutschland in drei Farben. Die blende ich hier mal ein. Links ist ein bisschen anders, die Farbe sieht ein bisschen anders aus auf der Webseite. Es gibt noch so eine schöne Holzvariante rechts, die nennt sich Nordic Wood. Sehr schön. Netzteil ist dabei, Kabel, USB-Kabel ist dabei, ein Kopfhörer leider nicht. Und das war der Lieferumfang. Wir kommen zum Thema Verarbeitung und Wertigkeit. Das Gehäuse des Motorola Edge 50 Ultra ist geätscht an den Display-Rändern. Das kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen. Und kommt im Alu-Glas-Design, also ein Alu-Rahmen bei allen Modellen. Meine Variante hat eine Kunstlederrückseite, die finde ich auch richtig schick. Und vor allem ist dieses Smartphone sehr handlich. Das finde ich doch mal sehr angenehm. Bautiefe hier zu sehen, nur 8,6 mm. Die Kamera guckt kaum raus. Die Breite liegt hier bei 72,4 mm, also das ist echt kompakt, hält sich gut in der Hand. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt, wiegt nur 197 Gramm und ist wirklich super edel gemacht, ganz toll. Ja, genauso schick ist das 6,7 Zoll große Display des Motorola Edge 50 Ultra. Wie gesagt, hier gewölbt, geätscht an den Bildschirmrändern. Der eine mag das, der andere nicht. Auf jeden Fall sieht es sehr schick aus. Auflösung QHD Plus 2712 x 1220 Pixel, also sehr scharf, 444 ppi beträgt die Pixeldichte. Dieses wunderschönen AMOLED-Displays mit einer tollen Blickwinkelstabilität im 20:9 Format. Ja, der Bildschirm hat eine Screen-to-Body-Ratio von 92,1%. Also die Bildschirmränder sind eigentlich gar nicht mehr zu sehen. So schmal sind sie. Das ist wirklich ein super guter Wert. Also da muss sich das Motorola nicht vor Samsung oder Apple oder diversen anderen Herstellern verstecken. Display-Aktualisierungsrate maximal 144 Hertz. Das ist ein LTPO-Display. Das heißt, man kann es auch auf automatisch stellen und dann entscheidet das Handy selbst, welche Wiederholrate gerade Sinn macht. Das spart ein bisschen Energie. Das ist wirklich gut gemacht. Helligkeit ist auch super. 1400 Candela haben wir hier gemessen. Also das ist sehr schön hell, scharf, kontrastreich. Ganz tolles Display hier. Dann kommen wir mal zu den Bedienelementen des Motorola Edge 50 Ultra. Hier rechts Lautstärke, Wippe und Powerknopf und ein Mikrofon. Unten haben wir dann schon einen Hauptlautsprecher, ein USB-Anschluss, SIM-Fach, ein weiteres Mikro. Hier ist nichts. Oben dann der zweite Hauptlautsprecher. Also Stereo gibt es natürlich mit gleichberechtigten Lautsprechern und Dolby Atmos ist natürlich auch an Bord. Und dann sehe ich da noch ein weiteres Mikrofon. Und ja, so sieht das Display aus. Das ist übrigens hier das Always-On-Display mit dem Fingerabdrucksensor. Kann ich nochmal anmachen. Das Always-On-Display hier mit eingehenden Nachrichten, Akkuladezustand, Uhrzeit und wie gesagt dem Hinweis, wo der Fingerabdrucksensor ist. Der ist ultra schnell und zuverlässig. Es gibt auch eine Gesichtserkennung. Auch die ist ultra zuverlässig und sehr schnell. Ist allerdings nur ein 2D-Scanner, aber lässt sich einfach durch so einstellen, dass man das Smartphone nur in die Hand nehmen muss und dann geht es auch schon los.
Ja, softwareseitig habe ich gerade heute Morgen ein neuen Patch eingespielt hier. Ein Update, der ist jetzt vom Stand 28. Oktober. Ja, heute ist der 29., also von gestern, also sehr aktuell. Ja, es ist Stock Android in der Version Android 14. Es soll ein paar Jahre, habe ich jetzt nicht im Kopf, ich glaube 4 oder 5 Jahre Updates geben. Und das ist tatsächlich ein sehr schmales, nicht vollgestopftes Android, eigentlich genauso wie Google sich das vorstellt. Hier seht ihr die eingehenden Nachrichten. Was ich auch schick finde, ist hier, könnt ihr das sehen, diese Flächen sind orange, passend zum Hintergrund. Das liegt auch an dem Theme, was ich ausgewählt habe. Das changiert immer so ein wenig, je nachdem, welches Theme, also welches Theme ihr benutzt. Das ist der Google Discover Newsfeed. Ja, super schnell, auf die Geschwindigkeit gehe ich gleich noch ein, aber die Bedienung ist wirklich allererste Sahne hier. Das fluppt alles, da ist nichts überbordend, nichts nervt, keine nervige Werbung oder irgendwelche übertriebenen Hilfetexte. Das ist alles richtig toll, muss ich sagen. Eigentlich im Grunde genommen wie bei Pixel-Smartphones. Das hier ist die Gestensteuerung in der Moto-App, das habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt. Hier könnt ihr diverse Gesten konfigurieren und auch ein- und ausstellen. Ich zeige hier mal diese typische Hackbewegung, Taschenlampe an, Taschenlampe aus. Und wenn ihr das Smartphone zweimal hin und her wubbelt, dann geht auch die Kamera an. Also da kann man einiges konfigurieren. Die Bedienung ist eine der Stärken des Motorola Edge 50 Ultra, ganz stark. Ja, eigentlich sind wir beim Thema Performance und Ausstattung. Vorher will ich aber nochmal diese besagten Themes euch kurz zeigen. Hier einmal drauf tippen und dann auf Speichern drücken und schon habt ihr ein anderes Outfit quasi auf eurem Smartphone. Ist wirklich schön gemacht. 5 Stück stehen da zur Verfügung, alle sehr geschmackvoll. So, AnTuTu 1,539 Millionen Punkte haben wir hier erzielt. An Bord ist der Qualcomm Snapdragon 8S der dritten Generation. Das ist nicht der Achter, also nicht der allerschnellste, den es gibt, aber ich würde mal so sagen, der zweitschnellste. Und das sieht man hier auch beim Parachip Benchmark Test. Also die Wiederholraten sind hier grandios, 90 FPS mit wenig Details und über 40 FPS, na, 35 bis 40 FPS bei vielen Details. Das ist wirklich nahezu High-End. Kein Wunder, wir haben auch 16 GB RAM hier an Bord. Also das ist auch allererste Sahne. Wi-Fi 7 ist dabei, Bluetooth 5.4, NFC gibt es natürlich auch, 5G wird auch unterstützt, LTE mit 3000 M mit im Download, also hier bleibt kein Auge trocken beim Speed. Das ist wirklich toll. Google Maps habt ihr eben gesehen, auch beim Scrollen durch Webseiten. Also ich sehe da zwar einen rechnerischen Nachteil, was Benchmark-Tests angeht, aber in der Praxis sehe ich da überhaupt keinen Unterschied zu den Smartphones mit dem Achter, mit dem echten Achter quasi. Der 8S ist rattenschnell beim Motorola Edge 50 Ultra. Ja, hier nochmal diese schöne Kunstlederrückseite mit diesem Peach-Fass, diesem Pantone-Farbton. Fingerabdrücke werden hier nicht hinterlassen. Der Akku ist fest verbaut, 4.500 mAh stark. Akkulaufzeit bombig, 1000 Minuten Akkulaufzeit. Der Akku ist induktiv ladbar, ich glaube mit 50 Watt sogar. Und schnell ladbar ist er natürlich auch, und zwar mit nicht weniger als 125 Watt. Und da finde ich das dann doch gut, dass Motorola auch ein entsprechendes Netzteil mit dem USB-C-Anschluss hier mit in den Lieferumfang legt. Das USB-C-Kabel, was ihr dafür braucht, ist ja auch dabei, denn ein 125 Watt Netzteil hat, glaube ich, niemand zu Hause. Ja, Akkuladen geht natürlich in Windeseile. Der interne Speicher liegt hier bei 1 Terabyte, Leute. 1 Terabyte Speicher ist hier an Bord. Man kann eine Nano-SIM einlegen, eine E-SIM kann man natürlich auch hier konfigurieren. Speichererweiterung gibt es nicht. Damit müsst ihr leben, aber ich glaube, bei 1 Terabyte ist das ja wohl auch ein kleiner Scherz. Also, das ist auch alles total cool hier. Ja, damit können wir zum Kamerasetup. Das Motorola Edge 50 Ultra hat 3 Objektive und 4 Brennweiten. Es gibt eine separate Telelinse und das Ultraweitwinkel macht auch Makroaufnahmen. Die Hauptkamera hat einen 50-Megapixel-Sensor mit der Blende f1.8. Die Selfie-Linse, unfassbar hier zu sehen, hat eine Auflösung von ebenfalls 50 Megapixel. Also auch da bleibt kein Auge trocken. Ich zeige euch gleich natürlich auch noch ein paar Beispielaufnahmen oder ein Beispielvideo vorher. Wollen wir wie immer noch mal einen Blick werfen auf die Kamera-App. Hier seht ihr übrigens jetzt ein anderes Theme in diesem hellblau, und da sind dann auch die
Tasten und die Schrift, die Schriften so ein bisschen türkis gemacht. Also das gefällt mir einfach total gut. So, das hier sind die Brennweiten im Fotomodus. Das hier ist der Makromodus. Da muss man keinen extra Modus einschalten. Man tippt einfach unten auf diese Makro, auf dieses Makrosymbol. Und dann guckt euch mal diese Schärfe an. Das Foto zeige ich euch nachher nochmal im Original. Total geil. Also wirklich die Kamera super. Das hier ist der Ultraweitwinkel. 125 Grad, glaube ich, kriegt man richtig was drauf. Ja, einfach ist die normale Hauptkamera. Dreifach ist dann schon das Tele. Wir haben ja hier eine separate Tele-Linse, die geht dann los bei dreifach optisch. Hier ist dann noch sechsfach auswählbar. Dann wird halt gekroppt mit der Telekamera. Man kann natürlich aber auch hier noch digital weiter bis 100-fach vergrößern. Also 100-fach ist nicht so toll, aber bis 30-fach ist das hier tatsächlich alles überhaupt kein Thema. Das zeige ich euch dann, wie gesagt, später nochmal. Ja, da oben sind die Schnellschalter und so ein paar Einstellungsmöglichkeiten für den Fotomodus. Dann gehen wir mal in den Videomodus. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Videomodi mit 30 und mit 60 Bildern pro Sekunde. 4K mit 60 Bildern geht also auch. Full HD geht auch. Es gibt natürlich auch elektronische Bildstabilisatoren. Diverse Einstellungsmöglichkeiten. Das ist wohl noch nicht anders als bei anderen Smartphones, aber schon ganz gut gemacht. Es gibt hier lustigerweise wie bei so einer Actioncam auch eine Horizontausrichtung. Also wenn ihr ein bisschen wackelt beim Film, dann wird das von der Smartphone-Kamera korrigiert, wenn ihr das aktiviert habt. Auch sehr schön. Ja, was gibt es noch? Es gibt noch den Zeitlupen-Modus natürlich und dann hier den Porträt-Modus. Und hier mit der, wenn ihr mit der Hauptkamera Porträts filmt, also nicht mit der Selfie, sondern mit der Hauptkamera, dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Bokeh einzustellen. Wenn ihr umstellt auf die Selfie-Cam, dann gibt es zusätzlich zum Bokeh auch noch jede Menge Beauty-Filter und Einstellungsmöglichkeiten. Die habe ich mal ausprobiert. Ja, ist nicht so mein Fall, um ehrlich zu sein, aber ich finde, wenn ihr auf intelligent stellt, dann entscheidet das Smartphone quasi selbst, was jetzt an eurem Gesicht nicht so toll ist, und korrigiert das dann. Naja, wer es braucht, okay. So, das ist der Profi-Modus für den Fotobereich, den gibt es natürlich auch. Dann gibt es noch einen Scan-Modus und hier kommen die weiteren Modi des Motorola Edge 50 Ultra. Zeitlupe, Zeitraffer, Sportfarbe ist dabei, Nachtvision, also Nachtmodus. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Beispielfotos an. Viel Spaß! Ja, hier die Beispielaufnahmen, die ich mit dem Motorola Edge 50 Ultra im Automatikmodus gemacht habe. Wie immer zunächst so ein paar Farbproofs und da finde ich schon sehr, sehr auffällig und beeindruckend geradezu, wie natürlich die Farben sind. Schön scharf das Ganze und vor allem nicht zu hell. Also bei einigen Smartphones finde ich, wird immer so ein Tick überbelichtet, nicht so beim Motorola Edge 50 Ultra. Ja, guckt euch das an hier, das ist von der Schärfe her und von Detailgrad und von allem echt total geil. Das ist hier eine Nachtaufnahme, da sieht man ja überhaupt nicht, dass das im Schuppen bei wenig Licht war. Also das ist grandios, kann ich wirklich nicht anders sagen, ganz tolle Kameraleistung. Jetzt kommt gleich noch die Makroaufnahme, die ich eben gemacht habe während des Films. Hier nochmal, kann man sehen, wie schön eingestaubt mein Motorrad ist. Jetzt die Brennweitenreihe, das hier ist der Ultraweitwinkel, auch der obercool, 40 Megapixel Auflösung, richtig geil. Das hier ist die Hauptkamera mit der 50 Megapixel Sensor, einfach. Das hier ist die dreifache Vergrößerung, das ist schon das Tele. Und dann habe ich jetzt hier weiter digital vergrößert, das ist jetzt sechsfach. Dann kommt noch 10-fach, 30-fach und 100-fach, glaube ich. Also bis 10-fach, also das ist 30-fach. Selbst das finde ich noch okay. Aber bis 10-fach ist es wirklich kaum zu erkennen. Okay, bei 100-fach erkennt man dann schon. Das ist jetzt ein bisschen kacke, aber egal. Ja, zwei Selfies habe ich auch noch gemacht. Einmal draußen, einmal drin, beide mit Bokeh. Und auch diese Aufnahmen finde ich grandios, gerade von den Farben. Wunderbar. Jetzt das Beispiel Video. So, Video-Check machen wir natürlich auch noch, wie immer. Und zwar in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Ja, ich drehe mit der Hauptkamera im Automatikmodus. Das Ultra hat ja zwei optische Bildstabilisatoren, einmal jetzt bei dieser Hauptkamera halt und auch bei der Telelinse ist ein OIS eingebaut. Und ja, ich finde die Videoqualität wirklich bombenmäßig, muss ich echt sagen. Ganz schön. Schöne natürliche Farben. Ich finde auch den Sound ziemlich gut. Ich nutze ja die internen Mikros, kein externes Mikrofon. Und ja, das war schon mit diesem kurzen Videoeindruck. Und jetzt geht es weiter mit dem Fazit.
Jo, Fazit zum Motorola Edge 50 Ultra. Ich glaube, ihr habt schon gemerkt während des Videos, dass ich ganz begeistert bin von diesem Smartphone. Das hat vor allem zwei Gründe. Einmal diese sensationelle technische Ausstattung und Leistung, Kamera, Geschwindigkeit, Speicher, alles im Grunde genommen. Schnellladbar mit 125 Watt, bla bla bla, habe ich alles schon gesagt. Und zum Zweiten, und das finde ich ja dann mindestens genauso wichtig, dieses wunderschöne Gehäuse. Schön kompakt, schön handlich, tolle Rückseite, halt mit diesem Kunstleder, das mag ich ja immer gerne, wenn das nicht so glatt ist. Es ist auch nicht so rutschig in der Hand, man hat es ganz ja, fest in der Hand. Ja, die geätschten Displayränder, also schick sehen sie ja aus. Ich hätte ehrlich gesagt noch ein planes Display noch besser gefunden, aber gut, ist egal. Das Display ist auch tipptopp, muss man wirklich sagen, mit 144 Hertz, schön hell, schön scharf, schön kontrastreich. Also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr seht es ja am Gesamturteil, 94,6%. Und wenn ihr links unten euch mal die Wettbewerber anguckt, das ist ja die Creme de la Creme. Und das Motorola Edge 50 Ultra ist da wirklich keinen Deutsch schlechter, Leute. Das ist wirklich so, gerade wenn ihr ein etwas kleineres Smartphone haben wollt, mit einer super geilen Screen-to-Body-Ratio, dann seid ihr hier genau richtig. Obwohl es ja ein 6,7 Zoll großer Screen ist, ist dieses Smartphone wirklich noch handlich und auch nicht so schwer. Ja, das war mein Test zum Motorola Edge 50 Ultra. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Besucht auch mal bitte meine Webseite tariftipp.de mit 851 Testberichten, Handykonfigurator, Bildervergleich, Handyvergleich und so weiter. Das war's, ich grüße euch und sage Tschüss, bis bald.